Der große Jahresrückblick 2023 geht in die nächste Runde. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute nehmen wir uns die Monate Juli bis September vor. Hochkarätige Konzerte von Pink bis Harry Styles. Schwere Unwetter prägen unser Land ebenso wie ein Hitzerekord um den anderen. Es ist Zeit, gehen wir's an! Und Sebastian Kurz wird zum Filmstar. Ich wende mich heute an Sie, weil etwas eingetreten ist. Der Juli war der Konzertmonat. Die Superstars gaben sich im Wiener Ernst-Happel-Stadion die Klinke in die Hand. Den Auftakt machte Pink mit ihrer bunten Show, den Abschluss Rammstein, der wohl umstrittenste Auftritt in diesem Jahr. Da ging es bei Harry Styles viel harmonischer zu. Der Ex-Boyband-Star gastierte mit seiner Love-on-Tour-Show in Österreich und wir haben uns schon vorab vor dem Stadion unter den Fans umgehört. Harry Styles! Es wird mit jedem Tag noch heißer und schwüler als heute Freitag. So auch morgen beim Harry Styles Konzert hier im Ernst-Happel-Stadion. Der ehemalige One Direction-Sänger ist zu Gast für sein Wien-Konzert. Und weil das Stadion bereits ausverkauft ist, können Sie sich auch vorstellen, wie lange die Schlange für Getränke sein wird. Harry Styles! Harry Styles! Seit September letzten Jahres warte ich schon auf die Tickets. Wer ist der größere Fan von euch beiden? Sie. Ja, schon. Definitiv sie. Warum? Oh, sie hat, glaube ich, gefühlt alles von Harry, was es da von Merch eigentlich gibt. Nee, und das, ja, tu mal so. What's your favorite song of Harry Styles? Oh my god, there's so many. I think we're most excited for Fine Line. Yeah. And then, of course, like As It Was. Mm. I mean, everything. Yeah. All of them? I can't choose. Matilda, yeah. Yeah. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. I was thinking about who you are. Your delicate point of view. Just thinking about you. In vielen Urlaubsgebieten toben im Juli die Flammen. Von der Hölle auf Erden berichten Urlauber, die aufgrund der Waldbrände von der griechischen Insel Rhodos evakuiert wurden. Es ist die größte Evakuierungsaktion der Geschichte Griechenlands. Zehntausende Urlauberinnen und Urlauber mussten vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden und teils alles zurücklassen. Wir haben ein paar von ihnen getroffen. Es war am Ende so, dass wir schon einen Waldbrand gesehen haben mit unfassbar hohen Flammen. Das heißt, man sieht diese riesigen Bäume und die Flammen schlagen hoch wie keine Ahnung was. Uns hat es aber eben zum Glück nicht erwischt. Einen Tag vorher haben wir es schon gesehen, weil es war am Abend, war die Rauchentwicklung sehr stark. Das heißt, die Leute waren schon alle im Hotel drinnen. Am nächsten Tag in der Früh hat sich der Wind gedreht, dann war alles weg. Und immer von 3 Stunden ist das dann wiederkommen, dann ist das alles dann passiert mit der Evakuierung relativ schnell, innerhalb von 20 Minuten eigentlich. Die Evakuierung, hat die gut funktioniert, oder? Koordination eine Katastrophe, es hat sich keiner auskennt. Aber ich glaube, das war eine Ausnahmesituation einfach. Wen warten Sie denn heute? Meine Freundin. Wo war die auf Urlaub? Die war in Rhodos, genau. Und wie lange war sie dort? Eine Woche waren sie jetzt unten mit einer Freundin und ja, jetzt da sind wir froh, dass sie wieder da sind. Und war sie betroffen von den Waldbränden? Nein, Gott sei Dank nicht. Es war in der Nähe. Aber ich habe selber persönlich nicht viel mitgekriegt. Sie haben schon, kriegt man ja immer so Nachrichten am Handy, dass eben gewisse Bereiche evakuiert werden. Aber sie waren Gott sei Dank nicht betroffen. Auf meine Tochter, Schwiegersohn, Enkelkinder. Und Sie sind gerade auf Rhodos? Waren auf Rhodos. Sind schon im Flugzeug, sind im Landeanflug. Und wissen Sie, wie die Situation vor Ort war für Sie? Also sind Sie von den Bränden betroffen gewesen? Ja, sie wurden evakuiert.
sind dann am Flughafen gebracht worden. Dort mussten sie übernachten und dann hatten sie ein Apartment gefunden. Und mein anderer Sohn hat einen Flug organisiert und darum sitzen sie jetzt in der Maschine und sind am Rückflug. Also wir sind schon in der Früh rausgekommen und es liegt schon in der Luft und es ist logischerweise, der Himmel ist nicht mehr blau. Und obwohl die Sonne sehr scheinen wird, es ist einfach grau, der Himmel. Die Marillenbauern in der Wachau kämpfen im Juli mit einem Totalausfall. Normalerweise liefert ein Marillenbaum 30 bis 40 Kilo Früchte. Heuer hing an vielen Bäumen nur ein einziger Kilo Marillen. Das Ergebnis der vielen Frostschäden im April wurde sichtbar. Wochenlang köchelt in der Politik im Juli die Debatte um das Wort normal. Von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner erstmals ins Spiel gebracht, hat der Bundespräsident die Parteien wegen ausgrenzender Sprache gerügt. Dem nicht genug setzte auch noch Bundeskanzler Karl Nehammer mit einem Video nach. Das ist doch alles nicht mehr normal. Bist du noch normal? Jeder von uns kennt diesen Spruch und hat ihn entweder gehört oder sogar selbst einmal gesagt. Was ist eigentlich normal? Darf man überhaupt noch normal sagen? Ich sage euch, wer nicht normal ist, das sind die Extremen und die Radikalen. Sei es Linksextreme, sei es Rechtsextreme. Extrem ist, wenn man seine Meinung über die der anderen stellt. Sich über die Regeln und Gesetze hinwegsetzt, so als würden sie für einen selbst nicht gelten. Es sind Klimakleber oder Linksradikale, genauso wie Rechtsradikale oder Identitäre. Es sind islamistische Hassprediger, genauso wie Vandalen oder sonstige Extremisten. Eines sage ich euch ganz klar, das Extreme ist der Feind des Normalen und vor allem eine Gefahr für die Gesellschaft. Und was ich auch nicht normal finde, ist, dass man dafür kritisiert wird, dass man sich für die Normalen, für die Vielen, für die Mehrheit einsetzt, für die, die sich an die Regeln halten. Für diejenigen, die in der Früh aufstehen und arbeiten gehen. Für diejenigen, die sich mit ihrer Familie etwas aufbauen wollen. Die sich gern mit Freunden treffen oder sich engagieren, indem sie Verantwortung für ihre Mitmenschen übernehmen. Oder auch die, die sich ihrer Verpflichtung gegenüber der Schöpfung, unserer Natur und dem Klima bewusst sind, aber mit Fortschritt statt Verboten die Zukunft meistern. Seit meiner Rede Österreich 2030 werden wir dafür kritisiert, dass wir uns genau für diese Menschen einsetzen. Das finde ich nicht normal. Ich bleibe dabei. Ich will Politik für die vielen machen, ohne die wenigen dabei zu vergessen. Minderheitenschutz ist ganz wichtig. Es ist in Ordnung, dass wir Ausnahmen machen. Aber es ist nicht in Ordnung, wenn Ausnahmen die Regel werden. Es ist in Ordnung, wenn sich jemand dazu entscheidet, mit dem Rad in die Arbeit zu fahren. Aber es soll aufhören, dass man den Autofahrern ein schlechtes Gewissen macht, vor allem, weil viele auf das Auto angewiesen sind. Meinungsfreiheit in Österreich ist ein hohes Gut. Und wir werden uns nicht von einigen wenigen die Worte einfach verbieten lassen. Als Bundeskanzler möchte ich die Menschen zusammenführen und nicht auseinandertreiben. Es ist meine Aufgabe, unsere gemeinsame Aufgabe, die Probleme der vielen zu lösen. Es ist Zeit, Politik für die vielen zu machen, ohne auf die wenigen zu vergessen. Dafür stehe ich als Bundeskanzler unseres Landes. OGM-Chef und Meinungsforscher Wolfgang Bachmeier ortet hinter dieser Normaldebatte eine konkrete Strategie der ÖVP, die breiter gewordene Mitte zu besetzen. Außerdem im Juli, Verteidigungsministerin Claudia Tanner hat in Bern die Absichtserklärung für die Teilnahme am europäischen Luftverteidigungssystem SkyShield unterzeichnet. Auch die Schweiz hat unterschrieben. Bereits 2024 soll ein Schutz vor Raketen und Geschossen kleiner und mittlerer Reichweite geboten und 2025 der ganze Schirm aufgespannt werden. Und vorläufigen Daten von US-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zufolge ist der 4. Juli der bisher heißeste erfasste Tag weltweit gewesen. Die globale Durchschnittstemperatur lag der Plattform Climate Reanalyzer der Universität Maine zufolge bei 17,18 Grad. Und damit wechseln wir in den August. Da leidet Österreich weiter unter der Hitzewelle. Und wir haben uns mal angesehen, an welchen Plätzen in Wien es so richtig schön kühl ist. Wenn's schnell gehen muss, kann eine Sprühnebeldusche helfen. Davon stehen mittlerweile schon 100 Stück in Wien. Zusätzlich gibt es an 13 Standorten in der Stadt Nebelsäulen, die sich bei hohen Temperaturen automatisch einschalten und mit feinen Wasserdüsen für eine kurze Abkühlung sorgen. An der Rückseite dieser Konstruktionen findet man auch einen Wasserhahn mit Trinkwasser. Die nächstgelegene Stelle, an der man sich erfrischen kann, finden Sie im Internet im sogenannten coolen Stadtplan der Stadt Wien.
Hier im Esterhazy-Park gleich neben dem Haus des Meeres gibt es außerdem einen eigenen Cool-Spot mit Bewässerungskonzept und Begrünung. Circa 6 Grad kühler als in der Umgebung soll es hier im Sommer dadurch sein. Die Sprühnebelanlage ist hier heute zwar noch nicht eingeschalten, aber man merkt schon, dass es deutlich kühler ist durch die Pflanzen rundherum. Wer länger Zeit hat, kann einen Badetag in Wien einlegen, an der Alten Donau zum Beispiel. Hier kann man nicht nur baden, sondern auch Bootfahren oder Stand-up paddeln. Das Strandbad hat unter der Woche ab 9, am Wochenende ab 8 Uhr geöffnet. Es gibt aber auch eine frei zugängliche Liegewiese, hier im sogenannten Arbeiterstrandbad. Und auch auf der Donauinsel findet man an heißen Tagen einen schattigen Platz mit gratis Wasserzugang. Aktuell liegt die Wassertemperatur der Alten Donau bei rund 23 Grad. Und am Vormittag ist es hier auch noch recht ruhig. Zum Abkühlen ist nicht immer Wasser notwendig. Ein Abstecher in die Kapuzinergruft sorgt garantiert auch für eine Entspannung von der Hitze draußen. Ungefähr 18 Grad Celsius hat es im Inneren der Gruft. Diese Grabstätte der Habsburger hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Hier kann man sich mit kühlem Kopf ein bisschen Geschichtswissen aneignen. Zu sehen sind insgesamt 149 Särge. Wer eine Führung machen möchte, sollte circa eine Stunde dafür einplanen. Für einen Tagesausflug außerhalb von Wien denken viele wahrscheinlich zuerst an einen Badesee. Wem das noch nicht kühl genug ist, der kann eine der vielen Schauhöhlen in Niederösterreich besuchen, etwa die Ötscher Tropfsteinhöhle im Naturpark Ötscher Tormäuer. Hier kann man im Sommer mittwochs, feiertags und am Wochenende eine etwa einstündige Führung besuchen. Im Inneren des Berges hat es das ganze Jahr über 5 bis 8 Grad. Da freut man sich dann fast wieder, wenn man nach der Höhlentour in die warme Sommerluft herauskommt. 2023 war also nicht nur politisch, sondern auch wettertechnisch schon ein außergewöhnliches Jahr. Und diese Wetterextreme, die wollen wir jetzt besprechen mit Herrn Orlik von der Geosphere Austria. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, hier zu sein. Wie geht es Ihnen nach diesem Jahr? War ja doch ein sehr anstrengendes und intensives Jahr, sicherlich auch für Sie bei der Messstation, oder? Ja, also das Jahr hat mich nicht enttäuscht. Also ich habe jedes Jahr immer was Neues zu schreiben. Es gibt immer wieder in den einzelnen Details neue Rekorde. Also der Klimawandel, man merkt ihn halt und wirkt sich halt auch im Klimaberichtswesen deutlich aus. Und ja, also es ist immer wieder was Spannendes dabei. Was hat Sie am meisten beeindruckt 2023? Ja, 2023 die Niederschläge Anfang August, die in Kärnten sehr viel Niederschlag gebracht haben. Überflutungen. Und vor allem, was ja, also Slowenien hat es ja bei diesem Ereignis noch viel stärker getroffen. Da waren ja viele Teile und größere Teile stärker betroffen. Und das war sehr interessant, obwohl es eigentlich natürlich für viele Menschen natürlich eine Katastrophe war, aber eben... Wettertechnisch natürlich spannende Ereignisse, wir kommen darauf noch zu sprechen. Wir starten aber, wir machen das Ganze chronologisch gleich im Frühjahr. Das Frühjahr war sehr nass, trüb und auch ungewöhnlich kalt. Bis in den April hinein war das, oder? Ja, der April war deutlich zu kalt, für die letzten drei schon. Also die waren deutlich unter dem Mittel. Es war sehr niederschlagsreich im April. Es hat ungefähr die doppelte Niederschlagsmenge gegeben und dementsprechend war es auch sehr trüb und der gesamte Frühjahr war dann niederschlagsreich, was sehr gut ist, und relativ trüb. Das heißt, es hat ziemlich lange gedauert, bis dann auch wirklich die warmen Temperaturen Einzug gehalten haben. Aber dann im Sommer war es doch sehr lange, sehr trocken und heiß. Genau, gestartet hat es eigentlich mit einem österreichweit zu trockenen Juni, ja. Der dann auch relativ warm verlaufen ist, unter dem 9 wärmsten ist er ungefähr verlaufen. Im Juli war es dann so, dass es im Westen und Süden eigentlich relativ viel Niederschlag gegeben hat, aber insgesamt war der Juli sehr warm und im Norden, also Niederösterreich, Wien und Nordburgenland auch noch sehr trocken. Mhm. Gibt es wirklich konkrete Temperaturrekorde, die wir aufgestellt haben in diesem Sommer? Es gibt einzelne Temperaturrekorde von einzelnen Stationen. Einer der wichtigsten am Observatorium Sonnblick hat es am 11. Juli 15,7 Grad gegeben. Das hat es noch nie gegeben dort. Das klingt jetzt sehr wenig, aber Sonnblick, muss man sagen, ist sehr hoch oben und da hat es normal im Sommer um einige Grad weniger, oder? Genau, also Plusgrade im Sommer sind dort üblich, ist gar keine Frage. Aber die Höchstwerte liegen im Juli
etwa zwischen 5 und 10 Grad und nicht bei 50. Aber diesen Allzeitrekord von, ich glaube, 40 Grad, den haben wir nicht geknackt in diesem Jahr, oder? Der Allzeitrekord von Bad Deutsch Altenburg, der im August 2013 aufgestellt worden ist, von 40,5, der ist bei Weitem nicht erreicht worden. Dafür dann leider, wir haben noch immer diese beeindruckenden, aber schrecklichen Bilder im Kopf, die vielen Überschwemmungen, Überflutungen und das Leid, das damit einhergegangen ist. Das war im August, besonders im Süden von Österreich, zum Beispiel in Kärnten, sehr heftig. Genau, Anfang August war es sehr kalt für die Jahreszeit und auch sehr niederschlagsreich und vor allem in Kärnten und auch in der West- und in der Oststeiermark und Südoststeiermark hat es starke Niederschläge gegeben. Innerhalb von 48 Stunden hat es zum Beispiel in Ferlach über 200 mm Niederschlag gegeben. Das ist ein Ereignis, auch das dort etwa alle 100 bis 150 Jahre vorkommt. Das heißt, im Süden von Österreich gibt es ja immer schon mehr Niederschläge. Aber das war wirklich noch um einiges mehr als die letzten vielen Jahre. Das war auf jeden Fall für diese Region ein außergewöhnliches Ereignis. Wenn wir gleich weiterspringen in den Oktober, im Herbst. Auch im Oktober war es noch ziemlich warm. Wie viel Grad über dem Durchschnitt haben wir hier ungefähr erlebt? Der Oktober war im Schnitt etwa um drei Grad zu warm. Das ist österreichweit im großen Teil ein neuer Rekord. Also nicht, in den Bergen war es nicht so extrem warm, auch zu warm. Und wir haben auch einen neuen Oktober-Absolutrekord mit 30,3 Grad in Langenlebarn. 30 Grad, muss man sagen, im Oktober. Das ist schon. Es ist äußerst selten. Ja. Also es hatte schon mal über 30 Grad, und zwar in Fussach. Das ist schon sehr lange her. Also der Rekord ist schon ein paar Jahrzehnte her. Da hat es 30,2 Grad gehabt. Mhm. Aber trotzdem war das jetzt ein wirklich... Eben der gesamte Oktober war extrem warm, und das war halt dann sozusagen das i-Tüpfelchen drauf. Ja. Das heißt, insgesamt muss man sagen, die Erderwärmung ist im Jahr 2023 wieder vorangeschritten. Ja, also das Jahr 2023 ist generell global gesehen ein sehr warmes Jahr. Es wird wahrscheinlich das wärmste Jahr werden. Wir werden das dann sehen. Österreichweit wird es sich vielleicht ausgehend zum wärmsten Jahr. Rechnen durch damit, dass es das zweitwärmste Jahr wird. Wie geht es denn weiter jetzt mit dem restlichen Winter? Jänner, Februar, wird es viel Schnee geben oder wird es sehr mild werden? Kann man hier schon eine erste Prognose treffen für den Rest vom Winter? Ja, nach dem recht schneereichen Start Anfang Dezember gibt es natürlich auch wieder recht milde Phasen in diesem Winter, und wie der gesamte Winter verlaufen wird, das ist aus heutiger Sicht sehr schwer zu sagen. Also es ist relativ viel möglich, und das werden wir dann sehen, was dann kommt. Also von der Statistik her ist es natürlich so, dass man eher einen zu warmen Winter erwartet. Aber das heißt nicht, dass es auch kalte Winter geben kann. Und das sieht man auch, wenn man einige Jahre betrachtet, einige Monate betrachtet. Ja. Da gibt es sehr kalte Beispiele. Alles klar. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ihnen wird die Arbeit auf jeden Fall nicht ausgehen, oder? Nein, also wenn das so weitergeht, habe ich immer wieder was Neues zu alles berichten. Klar. Ja. Vielen Dank für diesen Überblick und Dankeschön für den Besuch bei uns im Studio. Sehr gerne. Und wir schauen jetzt gleich weiter in den August. Da hat die Zuckerbäckerei AIDA 110 Jahre Jubiläum gefeiert. Es ist ein fester Bestandteil der Wiener Kaffeehaustradition und hat das Stadtbild ein bisschen verrosert. Heuer feiert die Kaffeekonditorei AIDA ihr 110-jähriges Bestehen. Josef Brosek hat das Unternehmen 1913 mit seiner Frau Rosa gegründet und als Liebesbeweis nach ihrem Vornamen gestaltet. Mittlerweile ist das Familienunternehmen in der vierten Generation angekommen. Was mein Urgroßvater Tolles geschafft hat, war, ein Luxusprodukt zu nehmen und das für alle leistbar zu machen. Und ein Luxusprodukt rede ich von Kaffee und rede ich von handgemachten Torten. Und unsere Torten sind bis zum heutigen Tag weiterhin in Wien handgemacht. Aber auch über Wien hinaus möchte sich AIDA weiter ausdehnen. Mit Hilfe eines französischen Partners sind in den letzten 4 Jahren 7 Filialen in Österreich eröffnet worden, davon 2 in Innsbruck und 1 in Graz. Nun soll es in anderen europäischen Ländern weitergehen. An den konkreten Plänen dazu wird noch bis 2024 gearbeitet. Also mein Lebenswunsch ist es, nicht nur die AIDA, sondern eben Wien ins Ausland zu tragen. Ich finde, wir haben so tollen Kaffee, wir haben so viele traditionelle Rezepte, und ich will einfach der Welt zeigen, was Wien
in der Konditoreibranche wie auch mit dem Kaffee alles kann. Besonders stolz ist die Konditorei auf ihre traditionelle Cremeschnitte. Möglicherweise handelt es sich dabei sogar um das Originalrezept. Wir haben einen Fund gemacht. 2018 haben wir einen Safe in der Bognergasse, in einer von unserer Filiale, aufbekommen. Der war schon sehr lang dort und dort haben wir ein Rezeptbuch von meinem Urgroßvater und meinem Großvater gefunden. Und da stand das Rezept von der Cremeschnitte drinnen, datiert mit 1943. Im Internet ist aber nirgendwo eine Cremeschnitte mit einem jüngeren Datum zu finden. Was sicher ist, 1946 hat Felix Brossek, der Sohn des Gründers, die erste Espressomaschine nach Wien gebracht. Die Idee, einen schnellen Kaffee mit einer Torte zu servieren, hatte er aus Italien. Seit 1946 dann eben die Änderung des Namens von der Konditorei Aida hin zur Kaffeekonditorei Aida. Man hat das dann in allen Filialen etabliert und dementsprechend ausgerollt. Was als kleiner Betrieb im 9. Wiener Gemeindebezirk begonnen hat, ist heute ein Unternehmen mit 31 Standorten in Österreich. Bis zu 3 Tonnen Backwaren werden dafür täglich produziert. Zukünftig sollen neben dem Kerngeschäft im Kaffeehaus auch Supermarktketten stärker beliefert werden. Im August halten die Attacken auf Obdachlose die Polizei weiter in Atem. Nach 2 Attacken in den Vormonaten sorgt die bereits 3. Messerattacke auf Obdachlose in Wien für Angst und Schrecken. Nachdem auch ein 2. Opfer starb, lief die Suche nach einem Serientäter auf Hochtouren. Er ist weiter flüchtig. Die Polizei hat jedoch Fahndungsbilder veröffentlicht und bittet um Hinweise. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nachts auf Gas gehe und mir selber ein Messer mitnehme, dass ich den Wichser das Weiße aus dem Auge schneide. 3 blutige Attacken auf schlafende Obdachlose binnen weniger Tage sorgen unter den Armen von Wien für Angst, Wut, aber auch für ein wenig Solidarität. Der Kurier lässt Betroffene und Helfer zu Wort kommen. Leben auf der Straße ist ja an sich schon ausgesetzt. Unsicherheit. 20 Jahre sterben die Obdachlosen früher als der Rest der Bevölkerung. Und jetzt kommt noch diese Angst dazu, sogar in der Nacht, im Schlaf, getötet zu werden oder angegriffen zu werden, nämlich auch schwer verletzt zu werden. Das ist quasi sozusagen eine Verschärfung eines an sich schon ganz, ganz schwierigen Zustands. Wie wirkt sich fehlender Schlaf auf die Gesundheit und das Gemüt von Obdachlosen aus? Der Armutsforscher Martin Schenk hat dazu gemeinsam mit Studierenden der Fachhochschule Wien Obdachlose begleitet und interviewt. Obdachlose schlafen sehr schlecht, das ist rausgekommen. Und sie können eigentlich die Nacht durch kaum ein Auge zudrücken, weil sie immer Angst haben, dass irgendwer kommt, sie aufweckt, sie stört, sie belästigt. Sie schlafen eher am Tag, weil man da in vermeintlicher Sicherheit mehr das Auge zudrücken kann als in der Nacht. Ein wichtiges Ergebnis war, dass wir uns auch überlegen müssen, wie die offiziellen Einrichtungen, die Notschlafstellen, egal wer es anbietet, wie dort mehr sozusagen Anonymität und Privatsphäre für die Leute möglich ist. Das war ein ganz zentraler Wunsch und das würde helfen, dass die jetzt sich auf die Straße begeben, weil sie das eben meiden, vielleicht dann doch einmal trauen, aus Sicherheit oder auch aus Hilfe in den Notstrafstellen unterzukommen. In einem Notquartier der Caritas in Meidling finden derzeit auch jene Menschen eine Unterkunft, die sich vor weiteren Gewaltexzessen fürchten. Die Mordserie lässt auch hier niemanden kalt. Alter, das finde ich sowas von grässlich. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nachts auf Gas gehe und mir selber ein Messer mitnehme, dass ich den Wichser das Weiße aus dem Auge schneide. Und da wäre ich wirklich böse. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, ich habe teilweise super Freunde, die schlafen am Westbahnhof, okay, in der Wiese. Und jedes Mal, wenn ich morgens in die Lacknergasse fahre, zum Kaffee trinken, zum Frühstücken, kontrolliere am Westbahnhof, sind sie noch da, wie kann man? Redet ihr da untereinander irgendwie unter ja, Freunden? Sicher. Ja, sicher. Schon ein Thema. Wir waren schon letztens am Überlegen, ob man uns abends zusammenrottet, dass man den Nacht suchen. Aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil...
Jeden Abend bringt der Canisibus der Caritas ein Abendessen zu den Armen von Wien. Auf einem Bahnhofsvorplatz in Meidling treffen wir einen Mann, der sich von den brutalen Attacken relativ unbeeindruckt zeigt. Es gibt einen sehr schönen Satz von Richard Wagner. Unheil fürchtet, wer unhold ist. Ja, warum soll ich mich fürchten? Das, ich fürchte mich nicht. Ich bin außerdem ein gläubiger Mensch. Wovor und warum soll ich mich fürchten? Die erfahrene Sozialarbeiterin Susanne Peter dürfen wir heute Abend bei einer nächtlichen Kontrollfahrt begleiten. Also ich bin jetzt seit über 30 Jahren im Obdachlosenbereich tätig. Sowas wie das hat es bis jetzt noch nie gegeben. Ich bin sprachlos, sehr betroffen, dass obdachlosen Menschen sowas passiert. Sozialarbeiterin Peter findet auf ihrer Fahrt durch das nächtliche Wien etliche Schlafplätze verlassen. Auf der Donauinsel warnt sie jene, die bisher noch nichts von den Morden gehört haben. Drei Personen. Ja. Zwei tot. Also Polizei ist sehr bemüht, etwas zu tun. Ja, oder wir raten den Obdachlosen, wenn wir auf der Straße unterwegs sind, dass sie Notunterkünfte aufsuchen. Es gibt jetzt dank Stadt Wien wieder mehr Unterkünfte. Wenn obdachlose Menschen das nicht schaffen, dass sie Einrichtungen aufsuchen aus den verschiedensten Gründen, raten wir dann, bitte schlaft in Gruppen, nehmt unsere Trillerpfeifer, nehmt unsere Taschenalarme, damit sie euch bemerkbar machen könnt. Heute hat mir eine Dame gesagt, eigentlich schlafe ich nie mit anderen zusammen, aber wenn es sein muss, dann mache ich es jetzt. Obdachlose Menschen schlafen eh immer nur mit einem Auge. Das heißt, es ist nie ein wirklich ruhiger Schlaf. Schlafen und das Leben auf der Straße ist immer mit Stress verbunden. Viele erzählen uns auch immer wieder, dass sie den Schlafsack nicht zumachen, damit sie flüchten können. Oder zum Beispiel, mir hat eine Dame eben auch den Schlafsack abgelehnt und hat gesagt, sie will nur eine Decke, weil mit der Decke kann sie schneller weg. Schuhe anhaben, das ist auch ein Ding, dass ich schneller flüchten kann. Obdachlose Menschen sind immer irgendwelchen Gefahren ausgesetzt, aber so eine Gefahr wie jetzt, das habe ich noch nie erlebt und das haben, glaube ich, unsere Obdachlosen in Wien noch nie erlebt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man in der Nacht Unterkünfte kriegt, aber eben sowas wie da, ja, die Frage ist, die wissen ja, dass es das gibt, aber sie gehen nicht hin. Ja, und darum ist, glaube ich, wichtig, dass es mehr an Streetwork gibt, dass man an diese Klienten und Klientinnen rankommt. Es ist wichtig, dass in der Gruft zum Beispiel angerufen wird, damit wir Schlafplätze obdachloser Menschen erfahren und dass wir dann diese Schlafplätze aufsuchen können, um eben unsere Angebote zu machen von Unterkünfte oder die Trillerpfeifen und die Taschenalarme. Wir sind im September angelangt und da starten in Österreich die Sebastian-Kurz-Festspiele. Nein, es geht nicht um den Prozess, sondern um die Filme über den Ex-Kanzler. Bei einem der beiden waren wir bei der Premiere mit dabei. Zahlreiche türkise Politprominenz bei der Premiere des zweiten Films über Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Neben dem Altkanzler selbst schritten auch die Ex-ÖVP-Minister Gernot Blümel und Elisabeth Köstinger über den roten Teppich. Gleich zwei Filme über Sebastian Kurz in so knapper Zeit hintereinander, ein Zufall? Ich glaube, dass da natürlich auch wirtschaftliche Interessen dahinter stehen und dass es durchaus sehr viel Aufmerksamkeit gibt. Und dass die Person Sebastian Kurz natürlich nach wie vor auch eine große Faszination ausübt, das, glaube ich, zeigt auch das Medieninteresse heute. Kurz, der Film von Sascha Köllenreiter ist dem Altkanzler wohlgesonnen. Dadurch kam er auch gerne wieder vor den Vorhang. Für die Doku Projekt Ballhausplatz von Kurt Langbein gab es von Sebastian Kurz aber kein Interview.
glaube, den lasse ich aus. Der Herr Langbein hat für ein Interview angefragt. Es ist legitim, finde ich, dass jeder Filmemacher seine eigene Meinung hat. Das respektiere ich auch. Die meisten probieren aber zumindest irgendwie objektiv zu wirken, nachdem er den Versuch nicht unternommen hat, habe ich mich auch entschieden, da kein Interview zu geben. Bei dem Film war ich auch sehr skeptisch, habe dann aber das Gefühl gehabt, das ist der Versuch, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen. Und darum haben wir uns entschieden, auch da ein Statement abzugeben und für Interviews zur Verfügung zu stellen. Mutmaßungen, der Film könnte eventuell sein Polit-Comeback einläuten, wies Kurz zurück. Nein, definitiv nicht. Die Zukunft ist sehr, sehr vielschichtig und ungewiss. Kein Mensch weiß, was sein wird. Und das weiß nicht einmal er selber. Solche Spekulationen sind völlig sinnlos. Ich glaube, er hat in seinen sehr jungen Jahren sehr viel erreicht in der Politik. Und ich glaube, das kann man auch respektieren. Und ich hoffe, dass er weiterhin einen sehr erfolgreichen Weg in der Wirtschaft geht. Gäste aus den anderen Lagern waren zwar geladen, sind aber nicht erschienen. Kritiker sprechen von einer PR-Show für Sebastian Kurz. Die Kritik schmerzt mich, weil ich persönlich Sebastian Kurz in keinster Weise sehr nahe stehe, weil ich seiner Politik in keinster Weise nahe stehe. Ich habe mich ihm von der filmischen Seite genähert. Ich habe mich ihm als polarisierende Figur, als sehr streitbare Figur versucht zu nähern. Ich hoffe, dass der Film so rezipiert wird, wie ich ihn gedacht hatte und angedacht hatte. Ich hoffe, dass die Zuseher und Zuseherinnen genau hinsehen, dass sie die Zweischneidigkeit auch von vielen Kommentaren sehen und hoffe, dass sich trotz allem alle gut unterhalten. Vor Ort war Medienhistoriker Fritz Hausjell, der von Kölnreiter zwar interviewt wurde, dann im Film aber nicht vorkam. Meine Aussagen haben sich wesentlich darum gedreht, wie dieses System Message Control und wie diese Vorwürfe im Bereich der Korruption mit manchen Medien zu sehen ist. Mag sein, dass man da aus rechtlichen Gründen vielleicht das so entschieden hat. Mag sein, dass das, was manche jetzt vermuten, die Finanzierung, die eine Rolle spielt. Laut Regisseur aus dramaturgischen Gründen. Ob einseitig oder nicht, machen Sie sich am besten selbst ein Bild. Florian Teichtmeister musste sich im September vor dem Wiener Landesgericht verantworten. Ihm wurde der Besitz und die Herstellung von insgesamt 76.000 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen. Teichtmeister begründet seine Taten mit einer Sammel- und Drogensucht. Dadurch sei alles eskaliert. Er wurde zu 2 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die gesamte Strafe wird bedingt nachgesehen. Auch die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum wird angeordnet, ebenfalls bedingt. Der Medienandrang beim Prozess war enorm. Vor dem Gericht wurde demonstriert, wenngleich nicht ganz so massiv wie erwartet. In Sachen Lehre braucht sich Österreich nicht zu verstecken. Bei den Euroskills räumen unsere Auszubildenden Jahr für Jahr aufs Neue ab. So auch im September in Danzig. Unser rot-weiß-rotes Team gewinnt bei der Berufseuropameisterschaft Euroskills in Polen 18 Medaillen. Damit gehört das Team Österreich erneut zu Europas Top-Fachkräften. Anna Rosner hat die stolzen Gewinnerinnen und Gewinner getroffen. Wie schmeckt es dem Gold? Nicht so gut wie meine Pralinen, aber es fühlt sich gut an. Bei der Euroskills Berufseuropameisterschaft geben 600 Fachkräfte unter 25 Jahren aus 32 Ländern 4 Tage lang alles. Und Österreich tut das wie kein anderes Land. Mit insgesamt 18 Medaillen schließen die 44 Teilnehmenden als Siegerland ab. Nach ihrem Rekorderfolg in Danzig in Polen werden sie mit lautem Applaus in Wien begrüßt. Mit dem Gepäck haben die Nachwuchstalente 7 Gold, 6 Silber und 5 Bronzemedaillen. Da steckt aber auch viel Arbeit dahinter. Ja, also trainiert habe ich jetzt ein halbes Jahr, also Anfang Jahr eigentlich. Und eigentlich kannst du davor die Zeit, die Austria-Skills kannst du eigentlich auch schon dazu rechnen. Ja, Stress war schon viel, das muss ich auch sagen. Aber jetzt mit der guten Medaille hat es sich ausgezahlt und es ist komplett geil, ja. Es waren 3 intensive Wettbewerbstage und auch die Zeit nebenher mit dem ganzen Team war unglaublich. Also kann ich jedem empfehlen, damit zu machen. Wirklich begreifen, dass sie gewonnen haben, können nicht alle. Super, also wirklich ein super und unbeschreibliches Gefühl.
ja, ich kann es noch immer nicht fassen. Ich glaube, wir beide können es noch nicht ganz fassen. Wir haben auch die Medaille heute schon neben uns am Bett gehabt und ich habe die anderen auch schon mit der Medaille in der Früh geweckt. Aber es ist trotzdem noch unfassbar. Die beiden Gartengestalter Christoph Schipflinger aus Tirol und Stefan Winder aus Vorarlberg holen neben der Goldmedaille auch die meisten Punkte im ganzen österreichischen Team. Dafür werden sie gefeiert. Ja, unglaublich. Da sind alle stolz auf mich, der schreibt, das ist aus und das ist einfach gewaltig. Es freut sich jeder mit jedem und ist einfach toll. Ja, bei mir ist es genau gleich. Es freuen sich alle und es wird, glaube ich, ein riesen Empfang hier haben. Die meisten bereiten sich monatelang auf den Wettbewerb vor. Nicht aber die Steirerin Lara Tünauer. Die 22-jährige Beauty- und Kosmetikspezialistin ist 5 Wochen vor den Euroskills für eine andere Teilnehmerin eingesprungen und holt in Polen Gold. Ich habe mich schon einmal davor bei den Skills gemeldet und mich quasi beworben. Da hat es aber schon die Teilnehmerin gegeben und vor 5 Wochen in etwa habe ich mitbekommen, dass sie abgesprungen ist und dann wurde ich gefragt, ob ich noch Interesse und Lust habe. Und die Möglichkeit habe ich natürlich genützt und gleich einmal quasi das Beste draus gemacht und in dem Fall jetzt Gold. Alle Frauen des rot-weiß-roten Teams haben dieses Jahr eine Medaille oder eine Auszeichnung geholt. Dafür braucht es viel Talent und Leidenschaft für den Beruf. Es ist nicht leicht, dass man mit 15 dann schon entscheidet, was man macht, aber ich habe da auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen und es war eine gute Entscheidung. Nach dem Wettbewerb bleibt erstmal Zeit zum Feiern, bevor es wieder an die Arbeit geht. 3 Monate bleiben noch übrig. Oktober, November und Dezember. Und zur letzten Ausgabe des Jahresrückblicks begrüßt sie Anna Rosner. Bis zum nächsten Mal auf Kurier TV. Machen Sie es gut.